Hey YouTube, wie geht's euch? Hier ist wieder Lost und willkommen zurück zu einem weiteren Product Review. Heute mit der LM30 von der Firma Linecast. Die Jungs von Linecast haben mir die Hardware zugeschickt und haben gesagt, hey Lost, guck dir das Ding mal an. Du bist ja mausversiert, was die ganze Hardware-Geschichte angeht. Schau dir das Teil mal an, gib deine ehrliche Meinung vor allem ab. Hier keine gekaufte Meinung oder sonstiges. Ich soll mir das Teil anschauen und meine ehrliche Meinung darüber abgeben. Hier die LM30, wie wir sehen, in der Verpackung ordentlich verpackt soweit. Hier die ganzen Sachen wie Software auf CD natürlich. Hier diese Maus Teflon Pads noch als zusätzliches Extra. Natürlich eine Anleitung und eine Gutscheinkarte, mit der man noch ein paar Prozente bei den nächsten Produkten bekommt. Wie gesagt, die Teflon Pads hier als Wechselpads natürlich ein Must-Have bei den Mäusen. Die Maus an sich hier in dieser Verpackung auf jeden Fall fest verpackt, nochmal mit der Glasichthülle hier ummantelt, um das Ganze einfach nochmal in Packung zu halten, in Position zu halten. Und dann haben wir natürlich die Maus hier am Start. Hier unten noch von Linecast das Gewichtspäckchen. Ihr habt nämlich in dieser Maus die Möglichkeit, Gewichte einzufügen. Hier ist das natürlich leer, die kann man aber, wenn man möchte, auch komplett rausnehmen und dort verstauen. Hier die Maus. Ihr seht vielleicht das Kabel nicht so ganz gut zusammengepackt, aber das liegt an mir. Ich habe das Teil nämlich schon mal vorher ausgepackt, um natürlich auch zu testen. Habe es jetzt für euch nochmal eingepackt, um euch zu zeigen, wie die Verpackung aussieht. Aber hier haben wir natürlich dann die Maus und jetzt gehen wir aber eigentlich mal auf die Profildaten ein, denn die sind natürlich auch nicht uninteressant. Die Maus stammt, wie bereits erwähnt, von der Firma Linecast. Das Modell ist hierbei die LM30, welche 2014 released wurde. Und das Besondere an dieser Maus ist, dass es sich um eine MMO, also Massive Multiplayer Online Game Maus handelt, die speziell für Sachen wie WoW oder andere MMOs gedacht ist, gerade aufgrund der Tastenvielfalt, auf die ich natürlich im Nachhinein noch kommen werde. Die Firma an sich, also Linecast, besteht bereits seit 2008 und das ist wichtig zu erwähnen, denn viele draußen verwechseln bzw. vergleichen das immer mit Rocket, was das Logo und sonstiges angeht, aber 2008 hatte Rocket noch keine eigenen Produkte auf dem Markt, von daher ist hier gar nicht die Rede von einem Abklatsch oder einem Nachmachen. Was die Abmessung der Maus angeht, zeigt sie sich natürlich nicht ganz so klein im Vergleich zu anderen Vertretern. Sie ist relativ lang mit 12,1 cm, hat am breitesten Punkt 8 cm und die Höhe von 4,1 cm ist natürlich auch nicht ohne. Das Gewicht variiert hier von 113 Gramm auf dem Normalmodus, das heißt, wenn keine Gewichte drin sind, bis zu maximal knapp 133 Gramm, denn es können wie gesagt Gewichte verwendet werden. Der Einbau bzw. Ausbau dieser Gewichte gestaltet sich folgendermaßen. Ihr habt auf der Unterseite die Möglichkeit, ein Fach zu öffnen, in welchem die Gewichte verstaut sind. Wenn ihr diese hier rausnimmt, das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Trommel eines Revolvers, bis auf das Gewicht, das natürlich in der Mitte gelegen ist. Und diese könnt ihr ganz einfach einzeln rausnehmen und auch umverteilen, was die Gewichtigkeit angeht. Ob ihr mehr vorne Gewichte haben wollt oder im hinteren Teil der Maus oder links oder rechts, das könnt ihr ganz variieren. Die Gewichte haben hierbei laut Angaben ein Gewicht von knapp 2 bis 2,5 Gramm. Ich konnte es leider selber nicht messen, denn ich habe keine Goldwaage hier zu Hause, um dieses kleine Gewicht messen zu können. Aber hier vertraue ich doch auf die Informationen, die sowohl von anderen Testern als auch von Seiten der Firma gegeben wurden und ihr hier einfach die Möglichkeit habt, eure Gewichte eigens anzupassen. Als nächstes kommen wir zum nicht unwichtigen Faktor, den Maustasten. Die Maus besitzt insgesamt 19 Tasten, davon sind 12 Tasten im Daumenbereich gelegen. Die Switches, die bei den Haupttasten verwendet werden, sind laut Angaben Omron-Switches. Das Mausrad besitzt 24 Rasterstufen, was zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich Standard ist. Die Besonderheit der Maus sind natürlich die 12 Daumentasten. Diese sind in einem Winkel zueinander gelegen, um einfach das Drücken und das Orientieren ein bisschen leichter zu machen, wo jetzt die Taste 1, die Taste 5 oder die Taste 8 ist. Das Ganze ist aber nicht so einfach, wenn man vorher noch nicht so eine Maus in der Hand hatte. Ich kenne das selber von der Razer Naga, die ich eine Zeit lang benutzt habe. Ich habe sie leider nicht mehr hier, sonst hätte ich sie gleich mal als Vergleich geben können. Die Maustasten-Druckpunktqualität, also wie stark man drücken muss, könnte hier ein bisschen höher liegen, beziehungsweise auch ein bisschen mehr angepasst sein, um einfach ein gewisses besseres Feeling zu bekommen. Aber es ist meiner Meinung nach in Ordnung. Man muss sich nur ein bisschen mit den hinteren Tasten, also gerade der Reihe von 10, 11 und 12, ein bisschen arrangieren, denn man muss den Daumen doch sehr krass anwinkeln, um an diese Tasten zu kommen. Neben der standardmäßigen linken und rechten Maustaste befindet sich neben der linken Maustaste noch eine kleine Taste, die auch noch gedrückt werden kann. Und natürlich haben wir das Mausrad als mittlere Maustaste sowie die zwei DPI-Schalter, mit denen ihr eben die DPI hoch- oder runterschalten könnt.
Kommen wir, denke ich mal, zum wichtigsten Aspekt, dem Sensor. Hierbei wird ein Avago A9800 Lasersensor verwendet. Also kein optischer, für mich auch erstmal ein bisschen ungewohnt, normal nehme ich nur optische her, aber hier ist ein Lasersensor drin. Der Sensor kann hierbei in Herzraten von 125, über 250, 500 bis hin zu 1000 Hertz agieren und eine DPI-Stufe von bis zu 16.400 DPI schaffen. Die Lift-Off-Distanz, also die Höhe, die man die Maus anheben muss, bis der Laser nicht mehr trackt, ist hierbei nicht genau angegeben, jedoch meines Empfindens nach relativ gering. Ich schätze mal von 1,5 bis 1,8 mm, ähnlich der Zoe FK, die ich hier vorangegangen schon mal reviewed hatte, fühlt sich auf jeden Fall ziemlich ähnlich an. Im Rahmen der Analyse des Sensors habe ich hier den klassischen Jitter-Test gemacht. Einmal in 500 Hertz mit den DPI-Stufen 400, 800 und 3250 sowie auch das Ganze in 1000 Hertz. Ich habe hier diese DPI-Stufen gewählt, da ich persönlich Low-Sense-Spieler bin und deswegen DPI-Stufen, die höher gelegen sind, nicht benötige und ich diese auch beim Review von der Zoe FK genommen und analysiert habe und somit für euch auch ein besserer Vergleich ist. Ich persönlich konnte keine großartige negative Mausbeschleunigung sowie auch keinen wirklichen Jitter erkennen, was natürlich für den Laser spricht. Auch die Analyse der Herzzahlen mit dem Mouse Movement Recorder haben hier eigentlich schon relativ positive Ergebnisse gegeben. Es gab zwar sowohl bei 500 als auch 1000 Hertz, denn die beiden Werte sind die einzigen, die ich benutze, ein paar Abweichungen, aber die waren noch im Normbereich und sind somit nicht wirklich ausschlaggebend für ein schlechtes Spielgefühl. Der Unterschied zu gerade angesprochen, Zoe FK bildet hierbei bei der LM30 die hauseigene Software von Linecast, mit der ihr ganz viele Einstellungen tätigen könnt. In der Software habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Dinge wie Mausbeschleunigung, Zeigerbeschleunigung oder auch Empfindlichkeit des Doppelklicks zu verändern und für eure Empfinden auch anzupassen. Das ist natürlich für die Optimization-Freaks da draußen was Ordentliches. Natürlich könnt ihr hier auch die Herzraten einstellen, müsst dabei nicht die Maus anplagen, wie es zum Beispiel bei den Zoe-Mäusen ist, sondern habt das alles über die Software gesteuert. Könnt natürlich jede einzelne Taste entsprechend belegen mit Befehlen, mit Makros könnt ihr hier natürlich auch anwenden und das Ganze hier live einfach umschalten und dann direkt auf die Maus anpassen. Natürlich habt ihr auch verschiedene DPI-Presets, die ihr belegen könnt, die so in der Maus auch entsprechend abgespeichert sind. Ihr könnt das Ganze hier über die Regler in 50er Schritten anpassen. Dabei habt ihr die X- und Y-Achse, die ihr theoretisch auch unterschiedlich gestalten könnt. Diese DPI-Presets werden, wie gesagt, an der Maus gespeichert. Ihr könnt die Maus also zu einem Kumpel mitnehmen, dort einstecken und dann habt ihr 1:1 die Einstellungen, die ihr auch bei eurem Rechner oder an eurem Rechner vorher hattet und auch eingestellt habt. Diese Profile lassen sich über einen Tastendruck auf der Unterseite der Maus ändern und damit auch durchswitchen. Für die kosmetischen Liebhaber hat sich Linecast auch noch was ausgedacht. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, hier verschiedene Farben und auch eigene Farbcodes einzugeben, in der die Maus dann leuchten kann. Das ist natürlich ein super Gimmick für diejenigen, die drauf stehen. Ich bin nicht unbedingt der Fan bzw. nicht angewiesen darauf, ob die Maus jetzt blinkt oder sonstiges, aber ihr habt hier einfach die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen, auch diesen LED-Puls, also wie oft das Logo pulsiert, das könnt ihr auch noch einstellen und eben euren eigenen Farbcode eingeben und diesen dann übernehmen. Ich habe die Maus jetzt relativ ausgiebig getestet, das ist mir persönlich auch immer enorm wichtig, nicht einfach das Teil in die Hand zu nehmen, kurz zu gucken, wie fühlt es sich an, sondern wirklich auch in den Spielen, die ich spiele und für die sie auch ein Stück weit geeignet ist, einfach zu testen und das auch über einen längeren Zeitraum, gerade in meinen Livestreams, mehrere Stunden hintereinander, auch ein gewisses Feeling zu bekommen. Ich habe sie sowohl in Shooter wie jetzt Battlefield 4, was ich ja sehr viel zocke, genommen, wo sie jetzt nicht eigentlich als Shooter-Maus deklariert wurde. Ich war aber positiv überrascht, gerade aufgrund der Tatsache, dass ich gegenüber Lasermäuse eine gewisse Abneigung habe, da ich weiß und mir auch bewusst ist, dass es gerade bei Lasersensoren doch immer wieder zu Aussetzern kommen kann, wenn die Oberfläche nicht wirklich passt. Hatte jedoch hier nicht wirklich Probleme und war auch überrascht, dass ich in Shootern ohne den Einsatz der Software, also out of the box, gerade was Battlefield 4 angeht, doch eigentlich auch gut was wegreißen konnte. Des Weiteren habe ich die Maus auch in H1Z1, dem Zombie-Survival-MMO, getestet, für welches die Maus ja dann noch eher geeignet ist, wenn man mal auf die MMO-Schiene geht. Und auch hier muss ich sagen, sie hat gute Dienste geleistet. Die Daumentasten sind hierbei natürlich ein Stück weit hilfreich, um die Hotbar-Slots ein bisschen zu belegen. Allerdings ist es, wie bereits am Anfang schon erwähnt, eine gewisse Umstellung, wenn man diese Daumentasten hat, da sie auch nicht ganz so optimal gelegen sind. Gerade wie bereits schon erwähnt, die hinteren Tasten wie 10, 11 und 12. Aber das war bei der Razer Naga auch bereits der Fall und ich denke, aufgrund der vielen Tasten ist es hierbei auch schwierig, diese entsprechend anordnen zu können.
Für mich macht die LM30 aber einen soliden Eindruck. Nicht nur die Verarbeitung, die mir gerade wegen dem Coating auch gefällt, also diese leichte Plastik-Kunststoffschicht, die oben drüber ist, die nicht so rau ist, denn ich stehe absolut gar nicht auf raue Oberflächen, die macht das doch sehr angenehm. Und auch so Gimmicks wie zum Beispiel den vergoldeten USB-Konnektor, der mittlerweile eigentlich schon Standard sein sollte, oder auch der Kunststoffummantelung des Kabels, was einfach den Verschleiß und die Sicherheit eines Kabelbrusts ein Stück weit gewährleistet, sind einfach so kleine Gimmicks, die dem Ganzen noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen aufgeben und gerade für den Preis der Maus, der doch im Vergleichsweise relativ gering ist, wenn man sich mal Kontrahenten anschaut und dann doch sehr viel bietet mit Software, die für mich nicht wirklich wichtig ist, weil ich ja eigentlich ein Fan von Plug-and-Play-Sachen bin, aber doch ein nettes Gimmick. Ich kenne es natürlich von früher auch von anderen Mäusen, die ich benutzt habe. Von daher ist es natürlich für euch da draußen ein super Zusatz, denn man muss es ja nicht nutzen, kann damit aber doch noch die ein oder anderen Sachen optimieren. Um das ganze Thema Maus noch rund zu machen, möchte ich euch aber auch noch hier das Mauspad Linecast Dimouse vorstellen in der Black Edition, denn auch das wurde mir zugesendet. Es handelt sich hierbei um ein Stoffpad, wie ihr bereits seht. Das Ganze kann man natürlich zusammenrollen, ist extrem praktisch. Ich kenne das schon von den SteelSeries-Teilen, die mir sehr gut gefallen haben, die ich bisher auch benutzt habe. Das Ganze gibt es in der Größe 40 auf 25 cm in der M-Version, die ich hier besitze, in der Black Edition. Das ist natürlich ein super Teil. Ich liebe Stoffpads. Ich könnte gar nicht mehr ohne leben, also die Plastikdinger kann ich gar nicht benutzen. Das Teil hat eine Dicke von knapp 3 mm. Mir persönlich ist dieses Mauspad in dieser Version jedoch etwas zu klein, da ich es gewohnt bin, mit der Heavy-Version eines SteelSeries QCK zu spielen und auch dort entsprechende Dicke zu haben. Allerdings ist es ein Stoffpad, wie bereits erwähnt, ähnlich zu den SteelSeries-Vertretern, welches einwandfrei mit der Maus funktioniert, ist hier einfach nur eine Präferenz, ob man größeres haben möchte oder nicht. Ja, und weil wir den Mauskomfort natürlich vollends ausschöpfen möchten, stelle ich euch noch das MB10 von Linecast vor. Ihr fragt euch jetzt, MB10, was ist das? Hinter MB versteckt sich Mausbungee. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ein Mausbungee dient dazu, das Kabel der Maus ein Stück weit optimaler zu führen. Also es ist eine Kabelführung für die Maus, die einfach verhindert, dass ihr beim Bewegen der Maus mit dem Kabel zum Beispiel am Mauspad ein Stück weit hängen bleibt und damit natürlich gerade bei Spielen wie Battlefield, also bei Shootern, euer Aiming dann drunter leiden muss. Das Mausbungee sieht hier ein bisschen aus wie ein Skorpion. Ihr habt die Möglichkeit, den Skorpionstachel so gesehen an drei verschiedenen Punkten zu befestigen, so wie ihr es am besten mögt. Das Besondere an diesem Bungee sind die USB-Konnektoren, die ihr habt, wo ihr USB, also die Maus zum Beispiel direkt oder auch Tastaturen anschließen könnt. Und wenn ihr das dann an den Computer anschließt, über die Unterseite auch noch aktiviert, auch das Teil zum Leuchten bringen könnt. Natürlich in den klassischen Linecast-Farben im Blau, was natürlich gerade abends noch ordentlich was hermachen kann. Die Kabelführung ist recht simpel gestaltet. Ihr müsst einfach das Kabel, wie ihr seht, hier in den Rillen reinstecken. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt das Optimum, denn das Kabel kann so gesehen auch ein Stück weit bei einem härteren Ruck, der eigentlich nicht vorkommen sollte, aber kann dann doch eher rausrutschen. Aber ich habe bisher noch keine Probleme gehabt, als ich das Bungee benutzt habe. Im gesamten Setup kann es dann folgendermaßen aussehen. Ihr habt also die Kabelführung, die ihr ja je nachdem der Länge variieren könnt und somit aufgrund der Gummierung des Skorpionschwanzes auch die Möglichkeit habt, hier einfach frei zu bewegen, ohne dass das Kabel im Weg umgeht. Also ich persönlich könnte ohne Mausbungee nicht mehr wirklich spielen. Das ist auf jeden Fall eine Investition wert. Ob man jetzt diesen ganzen Bling-Bling mit USB-Konnektor und der Beleuchtung braucht, ich brauche es nicht wirklich. Ich brauche nur einfach eine Mausbungee, was funktioniert. Das tut dieses auch, von daher meiner Meinung nach auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und das war's auch schon zu meinem Review, was jetzt doch ein Stück weit länger geworden ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt doch eure Meinung unten mal in die Kommentare rein, welche Maus ihr benutzt und ob ihr auch entsprechende Mauspads oder sogar Bungees benutzt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare rein. Mich interessiert es natürlich als Mausfetischisten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bei euer Ziel immer im Auge, euer Lost.